die neue Lexion Dreschtrommel. Sie alle werden sehen, das ist keine 600er Trommel mehr. Da hat sich was getan. Da ist was größer geworden. Wir haben eine neue Dimension. Das neue APS Synflow Walker Dreschwerk. Wir haben ein neues Tangential Dreschwerk erschaffen. Wir haben das Dreschwerk aus APS kombiniert mit einer Rotationsabschaltung. Und das ist einer der 5 USPs. Der zweite ist, dass wir die Körbe alle parallel verstellen. Wir haben einen fast geradlinigen Gutfluss. Mindestens 25% mehr Drusch- und Abscheideleistung und haben mit der 5-Schüttler-Maschine die Korbfläche einer heutigen 6-Schüttler-Maschine. Der vierte und auch nicht zu unterschätzende Punkt ist, APS und Dreschtrommeldrehzahl werden synchron zueinander verstellt. Und im Gegensatz zu allen Wettbewerbern verstellen wir auch synchron die Abscheidetrommel. Schwenkbare Korbleiste ist jetzt hydraulisch. Man kann hydraulisch aus der Kabine die Leiste ein- und ausschwenken. Das erste variabel verstellbare Dreschwerk. Dann kam immer die Frage nach Variabilität im Mais. Sie lösen zwei Schrauben, Sie nehmen den Korb hier raus, dann nehmen Sie den neuen Korb, schieben den wieder rein, arretieren den, fertig. In Zukunft haben alle Schüttlermaschinen die Jetstream-Reinigung. Lexion 5500 TET, Dynamic Cooling, Dynamic Power. Es wird so viel Leistung abgegeben, wie tatsächlich für den Dreschprozess notwendig ist. Lexion 6900, der neueste und der größte Schüttler-Mähdrescher der Welt. Einfach einzustellen. Ich habe hier ein C-Motion, Schneidwerk, Dreschwerk und dann haben Sie hier 7 Tasten. DIN-Komfort für jeden. Die Dreschkorbleiste, die Klappen können Sie auch hier vom Fahrersitz ganz bequem bedienen. CMOS-Automatik. Es untersucht die Organe im Mähdrescher und verändert auch Einstellungen der Maschine, sodass die Maschine immer am Optimum läuft. Den sehr komfortablen Aufstieg. Wir haben eine Leiter in den Korntank. Die 5-Schüttler sind in Zukunft die 5000er. 6000, 6-Schüttler. Und bei den Hybriden, die 7 steht für die 1420er Karosse und die 8000er steht für die 1700 mm Karosse. Der größte 1,42 Meter Hybrid, 13.500 Liter Korntankvolumen, 549 PS, aufgebaut hier eine 180 Liter Entleerung. Mercedes-Benz Motoren und alle Maschinen, die vorher einen Perkins hatten, die bekommen jetzt einen MAN obendrauf. 2 Riemen weniger, 2 Ketten weniger, dafür den Rotorantrieb hier auf die linke Seite. Geräuschloses Ein- und Auskuppeln, weniger Wartung, einfache Wartung. Hier haben wir das Modell APS Synflow Hybrid. Wir haben die Zuführtrommel deutlich vergrößert. Wir können das Stroh jetzt gleichmäßiger in die beiden Rotoren führen. Wir haben die Körbe verändert. Die Körbe sind jetzt offene Fingerkörbe. Diese offenen Fingerkörbe scheiden mehr ab. Größere Schnecken, größere Elevatoren, Überkehr. Den Lexion 8900, 180 Liter Entleerleistung, 18 Kubikmeter Korntank, 13 Meter, 80 Schnittbreite, 790 PS. Der weltgrößte Mähdrescher, den wir auf dem Markt haben.